Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute wieder mal was Neues aus der Kategorie spontane Waldbesichtigung. Ich habe also keine Ahnung, was wir hier finden werden. Habe auch schon ein paar Vordreharbeiten gemacht. Schneid das hier an den Anfang und den anderen Kram, der kommt jetzt gleich hier hinterher. Aber erstmal ein bisschen Allgemeines zum Gebiet. Das hier ist das Naturschutzgebiet Galgenberg, genau hier an dieser Kreuzung in Anführungszeichen. Ich stehe hier an der Wegkreuzung, müsst ihr wissen, zeige euch gleich noch ein bisschen die Umgebung. Ist eben dieser sogenannte Galgenberg laut Wegweiser. Warum der so heißt? Vermutlich naheliegenderweise, weil er mal hier gestanden hat, der selbrige. Das ist ja typisch, dass man hier ein bisschen außerhalb von den Ortschaften gerne mal auf irgendeinem kleinen Hügel, irgendeinem Punkt, von wo aus das Ding eventuell auch und aus der Ferne zu sehen ist, aufgestellt hat, damit entsprechend eine Wirkung einsetzt, die ja beabsichtigt gewesen ist. Es gibt ja Gründe, weshalb Hinrichtungen früher ein richtiges Spektakel gewesen sind und sein sollten und entsprechend zur Schau gestellt worden, um eben zu demonstrieren, wenn du nicht brav bist, passiert dir das auch. Ne? So in dem Stil. Gut, ja, zur historischen Hintergründen, Galgenberg und so weiter und so fort, habe ich mich leider nicht mehr schlau machen können, als ich das bisschen, was ich jetzt gerade erzählt habe. Habe nichts gefunden im Internet, vielleicht gibt es hier irgendwo noch ein Hinweisschild, dann kommen wir nochmal drauf zurück, wenn ich diesbezüglich schlauer sein sollte. Ansonsten, das hier ist eine Felszunge, die ins Murgtal reinragt. Ich habe für diesen Zweck hoffentlich an dieser Stelle ein bisschen Kartenmaterial zum Einblenden, damit man ein bisschen die geologisch-geografische Besonderheit dieser Felsnase sich besser vorstellen kann. Es ist eine Felsnase, die wirklich bis ans Ufer, zumindest der ehemaligen Murg, reicht. Die hat sich heutzutage natürlich noch etwas tiefer in ihr Flussbett eingefressen und reicht nicht mehr bis an die Felsen heran. Aber der äußerste Punkt der Nase auf eben mehr oder weniger Flusshöhe, dazu habe ich ein Foto, dem kann man noch deutlich ansehen, dass hier ein abschleifendes Element am Werke gewesen ist. Und bei diesem abschleifenden Element handelt es sich logischerweise auch um Wasser. Man darf sich dann immer bei einem so schönen Rundschliff die Frage stellen, war da vielleicht noch Eis beteiligt? Und das ist wahrscheinlich nicht im großen Umfang der Fall gewesen. Zwar war der Schwarzwald mal vergletschert, aber wir befinden uns hier auf ziemlich niedrigem Niveau. Ich glaube, hier oben auf dem Galgenberg, Moment, kann ich das nachgucken? Steht das da? Ha! Ganz genau 220 Meter über dem Meer, also nicht sonderlich hoch. Und da wage ich zu bezweifeln, zumal das da unten hätte passieren müssen mit dem Gletscher, dass hier noch allzu viel Gletschereinfluss zu spüren gewesen ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht der Fall. Ja, Naturschutzgebiet ist es eben deswegen, wegen dieser geologisch-geografischen Besonderheit als Felsnase, die aus dem Tal heraussteht. Dadurch, dass es eine Felsnase ist, haben wir hier dahingehend auch ein seltenes Ökosystem. Das ist nicht etwa selten, weil der Mensch es kaputt gemacht hätte, alle anderen davon, sondern es ist selten, weil es einfach geografisch, geologisch selten ist. So viele Felsnasen exponierter Art, die irgendwo rausstehen, gibt es halt einfach nicht in Deutschland. Das ist jetzt wichtig, weil, was einem immer klar sein muss, ich meine, macht es Sinn, hier draus ein Naturschutzgebiet zu machen? Selbstverständlich. Hier gibt es hier Schützenswertes, selbstverständlich. Aber die seltenen Arten, die hier vorkommen, zu großen Teilen sind das eben Arten, die Felsen exponiert, Südhang, sprich direkte Sonneneinstrahlung. Ne? Ihr wisst ja, wenn die Sonne im Zenit steht, dann knallt sie besonders auf einen Südhang drauf, also ein Hang. Die Sonne steht ja im Zenit im Süden. Ja? Der Hang zeigt nach Süden. Die Hangexponiertheit ist nach Süden. Und das heißt, die Sonne steht hier und brutzelt so auf den Hang. Ja? Wir haben also fast einen 90 Grad Einfallswinkel vom Licht. Wenn die Sonne hier steht und wir sind in der Ebene, dann kommt das Licht so und das Licht verteilt sich auf eine größere Fläche, weil es in diesem Winkel hier ankommt. Haben wir aber einen Hang, der so geneigt ist, kommt das Licht so und die Eintreffsenergie des Lichtes ist
fast 100% vorhanden, weil direkt auf die Fläche. Es gibt dazu eine physikalische Gleichung, nennt sich, glaube ich, was Lambert? Lambertsches Gesetz, ich meine, das Ding heißt so, das würde ich jetzt, weil ich nicht mehr zusammenkriege, kurz in Voice-Over ergänzen und auch nochmal schöner erklären. So, das heißt also tatsächlich Lambertsches Gesetz, nicht zu verwechseln mit dem Lambert-Bärschen Gesetz oder so ähnlich, das ist ein anderes. Jedenfalls hier geht es tatsächlich um den Winkel, in dem die Solarstrahlung auf eine Oberfläche eintrifft. Und die ist dann maximal, wenn eben dieser Winkel exakt 90 Grad beträgt. Zumindest so viele kenne ich auch in dieser Folie, an dieser Formel rechts, J 90 Grad. Dann haben wir 100% der maximalen solaren Einstellung pro Quadratmeter und diese beträgt 1368 Watt. Ja, pro Quadratmeter. Das ist ordentlich. Aber diese 100% haben wir natürlich nur dann, wenn sie wirklich im 90-Grad-Winkel auf so eine Fläche drauf scheint. Das kann bei unserem Hang hier durchaus der Fall sein. Da kommt dann durch sehr viel Energie am Boden an. Nehmen wir mal an, der Winkel wäre nur 45 Grad. Das ist immer noch vergleichsweise gut. Dann hätten wir nur 70% von der maximalen Solarkonstante. Also nur irgendwas um die, ich sage jetzt mal ganz, ganz grob, 850 Watt pro Quadratmeter. Und wenn der Winkel jetzt, sagen wir mal, nur 15 Grad betragen würde, das ist zum Beispiel im hohen Norden der Fall, weil die Sonne dann nie besonders hoch steigt und damit auf eine ebene Fläche scheint und wir kriegen dann immer nur einen relativ miesen Winkel, dann hätten wir noch circa ein Viertel vom Maximum, also nur noch knappe 350 Watt pro Quadratmeter und keine 1368, ja, so grob. Ja? Also nur, damit man sich das ungefähr vorstellen kann, dieser Winkel ist also extrem wichtig und durchaus entscheidend und mit einer der Gründe übrigens, warum die nördliche und besonders südliche Hemisphäre unseres Planeten so kalt sind, weil die halt eine miserable Solarstrahlung abbekommen aufgrund des Winkels. Unter anderem, da gibt es natürlich noch diverse Faktoren, die da auch noch eine Rolle spielen. Ich verlinke euch mal eine schöne Seite, wo man das ausrechnen kann. Da könnt ihr euch einen Winkel aussuchen, gebt den ein und seht dann, wie viel Prozent der Solarkonstante ankommt. Ja, und jedenfalls ist das dann der Grund, weshalb so ein Südhang eben entsprechend heiß ist. Und dann kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass wenig Boden vorhanden ist, einfach wegen der ursprünglich blanken Felsnase, die hier rausgeragt hat. Da hat sich jetzt zwar ein bisschen Boden drauf gesammelt, und das gucken wir uns gleich natürlich noch im Detail an, aber viel ist das nicht. Und wenn nicht viel Boden, also viel Dreck in Anführungszeichen, auf dem Fels sitzt, dann könnt ihr euch jetzt mal ein kleines bisschen überlegen, wie viel Wasser wird so ein Boden hier wohl speichern können. Ja. Boden ist grundsätzlich, je nach Art des Bodens, ein sehr, sehr guter Wasserspeicher. Aber nach Adam Riese ist wenig Boden gleich wenig Wasserspeicher. Das ist relativ simpel und einfach zu erklären. Und selbst wenn, und das ist es nicht, dass hier ein besonders wasserspeichernder Boden wäre, keine Chance. Dafür ist einfach viel zu wenig da. Und das heißt, wir haben es hier also mit einem sehr, 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 sehr trockenen Ökosystem mit starker Besonnung entsprechend zu tun. Jetzt ist vor lauter Lambert untergegangen. Dieses Naturschutzgebiet beinhaltet seltene Arten, die deswegen selten sind, weil Felsnasen, die sehr trocken sind, selten sind. Das heißt, ausnahmsweise schützen wir hier mal nicht den letzten Rest einer tollen Naturlandschaft, die wir ansonsten urbanisiert und kaputt gemacht und besiedelt und was auch immer haben, sondern ausnahmsweise schützen wir hier ein besonderes Geotop, wenn man so möchte, aufgrund der geologischen Situation ist das Ding selten und hat auch seltene Arten vorzuweisen, weil es eben selten ist. Und das natürlich. Ja? Also würde es uns Menschen nicht geben, wären die Arten, die hier vorkommen, trotzdem selten. Das ist wichtig. Ja? Also wir sind ausnahmsweise mal nicht schuld. Die Arten hier also unter Schutz zu stellen, nur weil sie selten sind, ja, es macht nur begrenzt Sinn, denn die werden sich nicht weiter vermehren können. Wir können natürlich durch eine Unterschutzstellung sicherstellen, dass sie da bleiben, wo sie jetzt sind. Aber sie werden immer selten sein und daran lässt sich auch durch allen Naturschutz dieser Welt nichts ändern. Es gibt
das ist mir also wichtig, teilweise Pflanzen und Tiere, die selten schon immer gewesen sind und immer sein werden. Und dann sollen wir und können wir nichts ändern. Wichtig. So, jetzt gehen wir mal los und gucken uns das näher an. Und ich wollte ja noch nachliefern, wo ich gerade gestanden bin. Hier bin ich gerade gestanden. Und die Umgebung sieht so aus. Also hier das Schild, ne? Hier Galgenberg, das ist der lange Weg nach Hörden. Nur für die lokalen Leute, die wissen, was Hörden ist, ist nicht so wichtig. Ja, also die Hördener werden jetzt natürlich aufschreien. Klar ist Hörden wichtig, aber ja, dann haben wir hier eine der wenigen Alteichen, die hier rumstehen. Die allermeisten sind eher jung. Liegt daran, dass sie hier nicht besonders alt werden. Und man kann auch lange spekulieren, wie alt eine Eiche bei den miserablen Wachstumsbedingungen hier oben sein wird, wenn sie diesen Durchmesser erreicht hat. Auf jeden Fall deutlich älter, als man vermuten würde, von ihrem reinen Durchmesser her. Bei einem wüchsigen Standort würde ich so eine Eiche 100, wenn sie richtig krass gut gewachsen ist, 80, also so richtig Bolle, so mit Power. Ja, auf einem schlechten Standort können auch 200, 250 sowas um den Dreh sein, und weitere spekulieren traue ich mich nicht. Die Eiche hier ist dahingehend nochmal ganz interessant, dass wir uns da mal die Krone angucken können. Und da können wir mal ein wenig zoomen zu der Spitze. Und mehr Zoom habe ich nicht, aber es dürfte reichen, um grob erkennen zu können. Seht ihr besonders viele feine Äste? Nein, seht ihr nicht. Ihr seht genau genommen sehr wenig davon. Da nur die feinsten Äste, ob jetzt kommt der Wind. Ich hoffe, man versteht mich noch. Ich mache das Windpuschelchen gleich drauf. Da nur die feinen Äste überhaupt Blätter tragen, weil nur da Knospen dran sitzen, also die alleräußersten Zweige, dürfen wir davon ausgehen, dass diese Eiche, völlig egal, ob jetzt der Winter besonders nass ist oder nicht, maximal mit den Knospen austreiben kann, die hier vorhanden sind. Zumindest vorläufig. Danach können noch mal welche nachkommen, aber das ist eher selten der Fall. Und daran kann man jetzt auch im Winter schön erkennen, die ist tatsächlich deutlich geschädigt und zeigt deutliche Schäden durch Dürre. Also das sieht wirklich nicht gut aus. Der Baum, der lebt noch. Da oben sind noch Knospen vorhanden. Aber ja, nee, wirklich ein deutlicher Schaden. Viel deutlicher als bei den kleineren Eichen, die hier sonst so rumstehen. Und das ist kein Zufall, sondern alte Bäume brauchen einfach für ihre Gesamtmasse deutlich mehr Wasser. Ein jüngerer Baum, der kommt besser mit, ist es überhaupt kein Wasser da zurecht, auch wenn er weniger Reserven hat. Aber je länger eine Dürre andauert, desto wichtiger ist es, einfach möglichst wenig Wasser zu brauchen. Weil du kannst noch so viele Reserven haben, irgendwann sind die alle. Und was machst du dann? Und das kann man bei dieser Eiche hier auch im Winterzustand eben jetzt ganz schön erkennen. Ich würde mich im Winter nicht trauen, jetzt zu sagen, die ist sehr stark geschädigt oder deutlich geschädigt oder wie stark auch immer geschädigt. Aber geschädigt ist sie auf jeden Fall. Das ist nicht so, wie man sich das wünschen würde für eine alte Eiche. Aber toi, toi, toi. Knospen sind dran, lebt noch, wird sich voraussichtlich jetzt hoffentlich wieder erholen, nachdem in letzter Zeit das Wetter ja recht positiv gewesen ist. Also 2021 fängt hervorragend an vom Niederschlag her. Also wirklich super, mit einem echten Winter, den man auch so bezeichnen darf. Das ist alles super. Da können wir uns momentan noch überhaupt nicht beschweren. Achso, und in diese Richtung gehen wir jetzt weiter. Das ist also jetzt hier so ein bisschen ein breiterer Kammweg, auf dem wir hier laufen. Hier kann man schön erahnen, wie breit das Ding ist. Und links eben besagter trockener Südhang. Hier rechts dann der schattige Nordhang. Wir können uns mal oben am Kamm angucken, vielleicht sehen wir da ein bisschen was, inwiefern das auch die Üppigkeit bzw. das Wachstum der Vegetation hier vor Ort beeinflusst. Ist nämlich durchaus anzunehmen, dass einfach die Tatsache, am Nord- oder am Südhang zu stehen, schon sichtbare Unterschiede hervorbringen sollte. Gucken wir mal. Ja, hier am Hang können wir leichte Reste einer Terrassierung erkennen, hier schön zu sehen. Und wenn man ein bisschen am Hang entlangläuft, sieht man immer mal wieder Bereiche, die eine gewisse Struktur aufweisen, die auf eine leichte Terrassierung eben entsprechend hinweist.
kann man jetzt spekulieren, woher das kommt. Oft sind solche Terrassen tatsächlich vom Vieh verursacht. Wenn hier beweidet wurde, und hier wurde mit Sicherheit beweidet, dann kann eben regelmäßiger Aufenthalt der beweidenden Tiere an einer derselben Stelle durchaus mal so eine Terrassierung bewirken. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, weil die stehen auch nicht gerne die ganze Zeit am Hang und mögen es mal ein bisschen gerade unter den Hufen. Und dann kommt es eben zustande, dass sobald sie eine Stelle gefunden haben, die schon ein bisschen gerade ist, da besonders viel rumtrampeln, dann die Erosion ihr Übriges tut und wir dann eine Terrassierung bekommen. Teilweise deutlich ausgebildete Terrassen sind dann aus landwirtschaftlicher, historischer Nutzung herrührend. Und da hat man dann gerne mal zum Beispiel einfach Terrassen reingezogen, um auf den Terrassen ein bisschen was anbauen zu können. Das ist hier sicher nicht der Fall. Dafür sind sie viel zu klein. Hier mal noch ein kleiner Blick in den Hang von unten an der bewaldeten Stelle. Da kann man sich jetzt kloppen, wie dieser Hang ursprünglich mal ausgesehen hätte, beziehungsweise wie er aussehen würde, wenn es uns Menschen nicht gegeben hätte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Bild, so wie wir es hier jetzt gerade sehen, gar nicht so unrealistisch ist. Ja, denn das ist eben nun mal ein Hang, der zu keinem großen Baumwachstum in der Lage ist. Wir können hier übrigens an der Höhe der Holzpflanzen, die da draufstehen, ganz gut abschätzen, weil viel höher werden die nicht, auch wenn sie noch älter werden. Die sind ja jetzt noch nicht besonders alt. Daran können wir gut abschätzen, wie schlecht bzw. gut die Standortqualität ist. Das nennt man die Oberhöhenbonitierung, eine ganz alte Technik aus der Forstwirtschaft. Und je höher der Baum im Alter X, desto besser der Standort auf gut Deutsch. Denn Höhenwachstum hängt in direkter Korrelation mit der Wasserverfügbarkeit ab. Und da die Wasserverfügbarkeit hier nun mal relativ mies ist als flachgründiger Südhang, darf man auch eine niedrige Oberhöhenbonität erwarten. Das ist ein ganz praktisches Maß, um sich ungefähr einen Eindruck von der Wüchsigkeit eines Waldbodens zu machen, wenn man nichts weiter drüber weiß und außerdem zum Beispiel im Winter da ist, wo einem keine weiteren Pflanzen zur Verfügung stehen, die man ansonsten als Magerkeitszeiger beispielsweise verwenden könnte. Ja, also alles sehr strauchig, hier im Vordergrund ein ausgeprägtes Waldmäntelchen, also ein Ansatz eines Waldmäntelchens, damit meine ich andere Pflanzen am Rande des Waldes als mittendrin. Und leider müssen wir diesen Weg hier auch schon fast quasi als Waldrand ansehen, weil die paar Sträucher, die da noch stehen, zählen nicht. Und es bildet sich nach und nach hier also wirklich einen Ansatz von Waldmantel heraus, was ein schönes Zeichen dafür ist, dass es sich offensichtlich um einen Wald handelt, der nicht intensiv genutzt wird. Ja, und das ist auch so, ist ja ein Naturschutzgebiet. So, ich hoffe, man sieht's. Nein, tut man nicht. Dann gehen wir noch ein bisschen runter. Jetzt sieht man's. Die jungen Bäumchen, die hier rumstehen. Ups. Da. Was ist das? Ideen? Ihr seid nicht physisch anwesend. Das ist immer schade. Ich mag das total gerne, wenn man den Leuten so blöde Fragen stellen kann, wie, was könnte das sein. Macht total Spaß, mache ich wirklich häufig und gerne. Egal. Wenn ihr nicht physisch anwesend seid, macht das keinen Sinn. Das ist eine Douglasie. Hättet ihr jetzt rausgefunden, im Idealfall, wenn ihr euch nicht sicher seid, indem ihr hingegangen wärt, euch eine Nadel, wir sind hier da im Naturschutzgebiet, streng genommen darf man nicht mal das, aber eine Nadel abgerissen, hättet die gerieben und würdet dann, ich habe jetzt Handschuhe wieder an, aber würdet dann das riechen, was ich jetzt am Finger kleben habe, nämlich eben diesen charakteristischen Duft der Douglasie. So, jetzt ist eine Douglasie nichts Besonderes hier in der Gegend, sollte man meinen, warum ist das ein Stoppwert, warum hält er da an, warum erzählt er da was? Das hier ist eine der wenigen Situationen, wo wir es möglicherweise, ja, das ist noch zu früh, um das zu sagen, mit Invasivität der Douglasie zu tun haben. Ja? Was viel diskutiert wird bei dieser fremdländischen Baumart aus Nordamerika ist, die könnte ja möglicherweise invasiv sein und die böse Forstwirtschaft will das Ding überall hinpflanzen. Also dazu zwei Dinge. Erstens, wir wollen es gar nicht überall hinpflanzen. Zweitens,
Japp, könnte möglicherweise invasiv sein. Und zwar auf Sonderstandorten. Wo stehen wir hier? Sonderstandort. Was steht da? Douglasie. Verdächtig? Ja. Ja. Tatsächlich geht man davon aus, dass es bei Douglasie zu Invasivität kommen könnte auf solchen sehr trockenen Hängen, da sie insbesondere in der Jugend eine hervorragende Überlebensrate auf solchen Standorten aufweist. Sie verjüngt sich dort sehr gut natürlich und anders als im normalen Wald, wo man sie relativ einfach ausdunkeln kann, waldbaulich, wo es überhaupt kein Problem ist, eine Douglasie, zumindest die Douglasienverjüngung, erstmal wieder loszuwerden, indem man den Wald einfach dunkel werden lässt. Man lässt ihn zuwachsen. Man macht nichts. Nichts einfacher als einen Wald zuwachsen lassen, weil passiert von alleine. Ja? Und dann hat eine Douglasie keine Chance. Die braucht für ihre Verjüngung relativ viel Licht. Problem, so ein Hang hier, ihr seht es hinter mir, allzu dunkel ist es hier nicht, allzu dicht stehen die Bäume hier nicht. Werden die im Sommer eine wahnsinnige schattige Krone ausbilden? Nee. Und drum immer viel Licht auf dem Boden, hervorragende Verjüngungsbedingungen für die Douglasie. Mit dem geringmächtigen Boden, flachgründig ist der Fachbegriff, kommt sie wunderbar zurecht. Und das heißt, hier hat sie, jetzt kommt der Fachbegriff, durch ihr hohes ökologisches Potenzial die theoretische und praktische Möglichkeit, einheimische Pflanzen in ihrem Standort, der ihnen typisch ist, zu verdrängen. Und das wäre dann Invasivität im engeren Sinne. Einheimisches wird verdrängt. Denn wenn die Douglasie hier mal dicht steht, wird darunter nichts anderes mehr wachsen, was hier eigentlich hingehört, anzunehmen eine Eiche. Unter Douglasie keine Chance. Im Wettrennen mit einer Douglasie überhaupt keine Chance. Und das bedeutet, die werden sich hier an dieser Stelle durchsetzen. Und das ist dahingehend besonders interessant, weil steht hier eine alte Douglasie? Nö, wo kommen die dann her? Ja, von irgendwo weit weg. Was steht hier denn stattdessen Altes? Und das bringt uns zum Knackpunkt. Tada! Was ist das? Eine alte Eiche ist das. So, und wenn die alte Eiche hier steht und man eigentlich erwarten dürfte, dass unter einer alten Eiche was wächst? Eine junge Eiche, haben wir hier trotzdem die Douglasie drunter. Ja, darf einem das hinsichtlich der Invasivität der Douglasie auf Sonderstandorten wie diesem hier, die wie gesagt selten sind, was zu denken geben? Jep. Ja. Das heißt jetzt noch gar nichts. Es ist im ersten Moment einfach mal verdächtig. Da drüben und da drunter steht auch eine Tanne. Ja, das Ding hier, da ist eine Tanne. Ja, also Tanne kann gar nicht invasiv sein, ist ja einheimisch, dann geht das nicht. Aber eine Tanne könnte theoretisch auch hier jetzt irgendwie die Kontrolle übernehmen und diesen Hang übernehmen und der Eiche das Wasser abgraben. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das wahrscheinlich, nee, die wird hier irgendwie hochgekommen sein und Glück gehabt haben. Aber das ist so eine Hanglage, so eine Kammlage, das wollte ich sagen, ist für eine Tanne eigentlich untypisch und man müsste nicht davon ausgehen, dass die hier nennenswert wachsen kann. Ja, noch ein kleiner Rundumblick, ist schön hier. Ja, ich drehe es jetzt auf dem Stativ. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal, aber dann könnt ihr einfach mal so einen groben Überblick gewinnen, wie es hier denn grob aussieht. Also wir haben vor allen Dingen hier auf der Seite des Hanges relativ viel Eiche rumstehen, auf der anderen Seite auch. Hier sind sie aber eher etwas dünn. Also das ist jetzt Richtung Nordhang. Ne? Und vielleicht erahnt man es, wenn man da runter guckt, der Wald sieht doch etwas aufgeräumter aus, etwas mehr. Oh, Kamera dreht von alleine, wie praktisch. Etwas mehr, wie man das von einem normalen Forst gewöhnt ist, denn es ist ein normaler Forst. Das Naturschutzgebiet beschränkt sich auf den Kamm selber. Und ja, ein bisschen war es noch auf der Nordseite den Hang runter, aber nicht viel, dass da drüben in der Ferne alles schon wieder normaler Wirtschaftswald. Ein schöner normaler Wirtschaftswald, das ist ja auch nichts Schlechtes. Aber ja, nur, dass wir Bescheid wissen. Und hier geht es dann. Hoppa! Weiter hoch. Viele tote Bäume am Wegesrand. Da haben wir schon mal einen. Ich muss zu Totholz jetzt mal wieder nicht erzählen, wie wertvoll das ist, wie viele Lebewesen da drin leben können und was für einen wichtigen Beitrag das zur Biodiversität leistet. Das ist, glaube ich, in anderen Vorträgen meiner Art
schon deutlich geworden. Spare ich mir heute. So, hier ist eine junge Kiefer umgefallen. Das ist an sich nicht besonders beeindruckend, das kommt schon mal vor. Aber gucken wir uns mal die Wurzel an. Sieht ein bisschen aus, als wäre eine junge Fichte umgefallen. Ist aber nicht, ist eine Kiefer. Und normalerweise würde eine Kiefer eine sehr tiefgreifende Herzwurzel ausbilden, nennt man das Ganze. Das ist eine räumige Wurzelstruktur, geht weit in die Tiefe, durchwurzelt den Boden komplett in seiner gesamten Tiefe oder halt bis zu ungefähr 1,50 Meter sollte der Boden tatsächlich tiefer als 1,50 Meter sein. Das ist sehr selten, dass das wirklich mal so ist. Hier in der Gegend ohnehin würde ich fast sagen, fast nirgendwo, außer unten direkt in der Rheinebene, der Sand neben dem Rhein, der ist natürlich nochmal ein bisschen tiefgründiger. Aber alles andere, solche Böden sind wirklich, wirklich selten, wenn man jetzt nicht zum Beispiel auch im Sandkasten Brandenburg wohnt. Ganz Brandenburg ist ein Sandkasten, ja. Ja, und normalerweise wäre hier also jetzt zu erwarten, eine gewaltige Wurzel zu sehen. Klar ist da was abgerissen, klar ist da was abgebrochen, aber ihr seht nach unten, also in diese Richtung, da steht kaum irgendwas ab. Da sind kaum irgendwelche Ansätze von dickeren Wurzeln, die sich nach unten gegraben haben, tief im Boden festgekrallt haben. Ja, und warum fehlen die? Ganz einfach, weil es da keinen Boden gibt, in dem man sich noch tiefer hätte graben können. Normalerweise, das müsst ihr mir jetzt auch einfach glauben, wenn eine Kiefer umfällt, gibt es ein großes Loch. Hier gibt es überhaupt kein Loch. Warum nicht? Ja, ganz einfach, weil es ist halt eben überhaupt kein Boden da, wo sie in die Tiefe graben könnte. Alles, was hier an Baum noch steht, steht hier deswegen, weil es geschafft hat, sich über die Fläche der Wurzeln, die eben nun mal nur flachgründig kurz unter der Bodenoberfläche wachsen, damit sich wirklich so am Fels festzukrallen, dass eine gewisse Stabilität aufkommt. Der heimische Baum, der das am besten kann, ist, wer will mal raten, ratet einfach trotzdem, auch wenn ich es nicht höre. Da hinten ist sie nochmal, man sieht sie kaum, steht in den anderen Bäumen, aber hier am Rand stehen immer wieder welche. Eiche! Und die tut sich da wirklich hervor, ist unter unseren heimischen Bäumen vielleicht die Baumart, die man also am ehesten erwarten dürfte, dass sie mit so einem trockenen Hang zurechtkommt, mit so einem flachgründigen trockenen Hang. An beides ist sie sehr gut angepasst und das heißt, die natürliche Vegetation, von der wir hier ausgehen dürften, wäre zumindest mal ein Eichenwald. Eichenhainbuchen könnte es sein, trockener Eichenwald, ich weiß es nicht genau, das müsste ich jetzt auch nachlesen. Aber was wir hier eigentlich uns sehr fragen dürfen, ob es hier hingehört, ist, der Kenner erkennt schon am Stamm, die Kiefer. Es ist forstlich gesehen immer eine gute Idee, auf solche Kammlagen Kiefer zu pflanzen, weil die wächst hier gut, die wächst hier dauerhaft, die wächst hier stabil, die kommt mit den trockenen Bodenverhältnissen. Ah, da knarzt der Baum. Die kommt mit den trockenen Bodenverhältnissen auch wunderbar zurecht und eigentlich eine wirklich gute Entscheidung. Aber standortsheimisch ist sie hier nicht. Das wäre auch noch mal eine geeignete Stelle für einen kleinen Exkurs mit Voice-Over und ein bisschen Anschauungsmaterial. So, und an dieser Stelle machen wir einen Ausflug in die Vegetationsgründe, um zu klären, ob wir es denn hier vielleicht eventuell mit einem natürlichen Kiefernwald zu tun haben könnten. Könnte es sein, dass die Kiefer hier hingehört und hier natürlich vorkommt. Was wir hier sehen, ist eine Karte der potenziell natürlichen Vegetation von Bayern. Jetzt sind wir nicht in Bayern, aber ich brauche halt irgendwoher eine Karte und nur Bayern hat die so im Internet in dieser Qualität reingestellt. Also zumindest weiß ich nicht, dass das noch jemand hätte, außer Bayern. So, und grundsätzlich, was wir wissen müssen zur Vegetationskunde ist, dass Pflanzen erstens mal in Gesellschaften zusammenleben. Ja, bestimmte Pflanzen kommen miteinander vor und zwar dann, wenn bestimmte sogenannte Standortbedingungen herrschen. Ein Standort hat mit einem Wuchsort nichts zu tun. Ein Wuchsort wäre hinterm Edeka im Garten, meinetwegen. Ja, das ist ein bestimmter Ort. Ein Standort, das ist eine bestimmte Bedingung, unter der Pflanzen vorkommen können, die sich zusammensetzt aus dem Boden und dem Klima und dem Relief im Wesentlichen. Ja? Heißt, wir hätten zum Beispiel einen südexponierten Hang, das wäre jetzt das Relief, dann den Boden bzw. das Gestein, einen
eine saure Braunerde auf Buntsandstein. Ja, das wären jetzt Boden- und Ausgangsgestein. Und das Ganze ist trocken. Das wäre dann das Klima. Also einfach eine Einstufung. Haben wir es hier mit einer guten oder einer schlechten Wasserversorgung zu tun? Das drückt das Klima im Regelfall schon relativ gut aus. Und ob es warm ist oder nicht, sagt in dem Fall schon Südhang. Man könnte aber jetzt auch noch warm hinzufügen, je nachdem, wie man den Standort beschreiben möchte und je nachdem, welches Klassifikationssystem man da verwendet. Das ist alles so Definitionsfragen. Das ist jetzt gerade gar nicht so wichtig. Ja? Aber jetzt gibt es Pflanzenarten, die sich eben besonders darauf spezialisiert haben, exakt unter den eben genannten Bedingungen zu wachsen. Und das sind mehrere und die kommen dann zeitgleich mit anderen Arten vor. Und zwar alle, die sich unter den genannten Bedingungen so weit miteinander vertragen, dass sie sich nicht gegenseitig wieder verdrängen oder ausrotten. Und das führt dazu, dass wir also quasi eine Pflanzenlebensgesellschaft bekommen. Und das nennt sich dann eben Pflanzengesellschaft. So, und unter eben den Standorten, die wir haben, würden sich auf jedem Flecken Erde auf deutschem oder sonstigem Grund, ist völlig egal, in welcher Nation wir uns da befinden, eben spezielle Typen von Vegetation herausbilden. Und das kann man aufgrund eben von Boden, Klima und Relief abschätzen. Und dann kriegt man so eine Karte. Ja? Und jetzt geht es noch um die potenziell natürliche Vegetation. Das ist übrigens ein Konstrukt, was mein Großvater erfunden hat. Deswegen muss ich mich da auskennen als Düchsen. Geht es darum, welchen Vegetationstyp wir antreffen würden, sollte da nichts anderes stehen. Ja, also sollte jetzt beispielsweise, hier auf der Karte ist München komplett in Vegetationstypen eingeteilt. Natürlich steht in München am Marienplatz kein Wald. Aber wenn es uns nicht gäbe, würde in München am Marienplatz sehr wohl ein Wald zu erwarten sein. Und zwar ein, ja, das könnte man jetzt dieser Karte entnehmen, ich weiß es nicht auswendig, aber wahrscheinlich irgendwas Buchendominiertes. Ja, und das ist jetzt dahingehend interessant, weil wir dieser Karte eben auch entnehmen können, wo denn potenziell Fläche wäre, an der wir mit Kiefernwäldern rechnen dürfen. Und dazu machen wir jetzt ein paar Detailaufnahmen von der Karte und gucken uns an, wo in Deutschland, und leider ist Bayern auch schon der Teil von Deutschland, in dem wir nennenswert mit Kiefern rechnen dürfen. In anderen Teilen Deutschlands gibt es davon so gut wie fast gar keine natürlichen Kiefernwälder. Kommen denn Kiefernwälder natürlich vor? Tada! So, hier haben wir jetzt das Gebiet um Garmisch-Partenkirchen. Ne? Also das, was bunt ist, ist noch Deutschland. Was nicht mehr bunt ist, ist Österreich. Das heißt nicht, dass die das da nicht haben, sondern das heißt bloß, dass die Karte halt lediglich für Deutschland ist. So, und hier sehen wir jetzt so Hautfarben, ungefähr etwas nördlich der Bildmitte. Ein kleines Stückchen bei Ohlstadt am See da gelegen, und zwar am Walchensee, da war ich mal auf einer Exkursion, eine winzige hautfarbene Fläche, bei der Q1 steht. Ja, und wenn ihr dieses Hautfarben mit Q1 entdeckt habt, findet ihr auch weiter südlich noch ein paar winzige Flächen mit diesem hautfarbenen Q1. Das sind Deutschlands natürliche Kiefernwälder. So häufig sind die. Ja, und das sind aber noch nicht alle. Es gibt nämlich auch noch im Nationalpark Berchtesgaden ein paar, die sehen wir jetzt. Ja, und dabei handelt es sich, ihr seht es, die langgezogenen Q1-Gebiete in Hautfarbe ungefähr. Das sind Deutschlands größte natürliche Kiefernwälder. Winzig verglichen mit dem, was tatsächlich bei uns an Kiefer rumsteht. Eigentlich sollte aber ein Kiefernwald nur auf diesen hautfarbigen Flächen entsprechend wachsen. So, und drum ist es auch so wichtig, nochmal kurz zu erwähnen, das hier ist die PNV-Karte, das heißt potenziell natürliche Vegetation. Ob an den Stellen, wo eigentlich der Schneeheide-Kiefernwald wachsen sollte, tatsächlich welcher dasteht, hat damit gar nichts zu tun. Das sind lediglich die Stellen, wo er wirklich stehen sollte.
dass er möglicherweise noch woanders auch im Kiefernwald steht und gut wächst, ist ja deswegen nicht ausgeschlossen. Aber ich erzähle das Ganze deswegen, weil ich einfach mal klar machen wollte, wie selten Kiefernwälder bei uns in Deutschland eigentlich wären. Also die Kiefer ist schon eine heimische Baumart. Sie kommt auf deutschem Grund und Boden, wenn man das so nennen möchte, vor. Ja, aber sie ist wirklich, wirklich, wirklich eine sehr seltene Baumart natürlicherweise und nicht konkurrenzkräftig gegenüber anderen Baumarten oder jedenfalls nur unter sehr, sehr, sehr speziellen Bedingungen, die eben nur auf diesen winzigen Flächen, die wir uns jetzt angeguckt haben, herrschen. So, und bevor jetzt einer meckert, aber Ben, das waren ja alles nur Schneeheidekiefernwälder. Es gibt ja auch noch die kontinentalen Kiefernwälder, Zentral-Kontinentaleuropas, wenn man es so nennen möchte. Haben wir davon in Deutschland etwa keine? Ja doch, haben wir auch. Das hier sind sozusagen Preiselbeerkiefernwälder. Und welche auf dieser Karte sind es? Naja, wieder dieses rötliche, also dieses deutliche kräftigere Pink. P2 nennt sich die Fläche und ist zum Beispiel östlich von Nürnberg eine zu finden. Das sind Bayerns kontinentale Kiefernwälder, Steppenkiefernwälder, wenn man sie so nennen möchte. Da herrscht also kleinräumig ein derart trockenes und kontinentales Klima, um Nürnberg drumherum steht alles voll mit Kiefer, ja, aber diese paar kleinen Flächen, also diese zwei im Wesentlichen kleinen Flächen, wären die Bereiche der Wälder um Nürnberg, in denen auch natürlicherweise immer schon Kiefer vorgekommen wäre und auch heute noch, wenn wir dann Urwald hinstellen wollten, wieder Kiefer stehen würde. Aber auch nur da. Im Rest um Nürnberg drumherum ist eher Eichen dominiert. So, aber das war es jetzt wirklich. Viel mehr Kiefernwälder wird man zumindest in Süddeutschland nicht finden und auch schon gar nicht im Murgtal und damit zurück zu dem Ben vor Ort. Sodala, hier haben wir jetzt mal ein Beispiel für eben den Südhang. Ich schwenke mal von hier oben einmal drüber und dann vergleichen wir das Ganze mit dem Nordhang. Das hatten wir ja vor. So, also hier auf Kammlage sieht so der Südhang aus. Noch der Hinweis, das ist hier noch ein eher gutes Teil des Südhangs. Je weiter vor auf die Felsnase man kommt, desto schlechter wird das. Und wichtig wäre auch nochmal, wenn wir ein kleines bisschen nach hier schauen, zu beachten, dass wir hier auf der Kammhöhe wirklich nur sehr niedrige Bäume haben. Gerade insbesondere an der Kante, wo der Hang abbricht, ja, haben wir sehr, sehr niedrige Bäume. Vorwiegend Kiefer, Eiche könnte man sich da auch vorstellen, aber das ist natürlich die wetterexponierteste Stelle bei gleichzeitig miesesten Wasserverhältnissen. Warum sind hier die miesesten Wasserverhältnisse? Naja, macht euch klar, an Wasser steht der Wurzel immer nur das zur Verfügung, was im Boden bei ihr entweder im Einzugsbereich der Wurzel runterfällt oder was den Boden entlang fließt. Ja? Und wenn du da unten am Hang stehst als Baum, dann hast du den Vorteil, dass alles Wasser, was über dir am Hang runterkommt, den Hang runterfließt, insbesondere bei stärkeren Regenereignissen. Jetzt nicht Starkregen, da hast du nichts von, aber bei etwas intensiveren Regenereignissen würde das dann dazu führen, dass alles Wasser, was oberhalb runterkommt, dir auch was bringt, wenn du an der Mitte vom Hang stehst. Ja, alles, was unter dir runterkommt, ist logischerweise relativ schnell weg und hilft dir nicht weiter. Stehst du hingegen hier oben am Kamm, dann hat man nur das Wasser zur Verfügung als Baum, das wirklich direkt im Einflussbereich der eigenen Wurzel runterfällt, denn hierhin fließen tut nichts, das ist der höchste Punkt und Wasser fließt nun mal selten bergauf und damit ist es auch recht einfach zu erklären, Faktor 1, weshalb die Bäume hier direkt am Kamm so klein sind und verglichen mit den Kiefern hier 10 Meter weiter unten, die sind fast doppelt so hoch. Ja? Und das dürfte alles ungefähr gleich alt sein. Also kleinräumige Unterschiede können einen massiven Wuchsvorteil bedeuten. So, gucken wir jetzt mal hier in Richtung Nordhang runter. Hier knallt die Sonne jetzt also nicht mehr allzu intensiv drauf. Und wir sehen erstmal nach wie vor sehr niedrige Bäume, wenn wir hier mal hochgucken.
Das ist also jetzt nicht so, dass das jetzt gleich ein Riesenvorteil wäre. Die sind nicht mehr ganz so niedrig wie direkt am Südhangende, also oben am Kamm. Aber der Wald sieht insgesamt dichter aus, insgesamt ein bisschen vitaler aus. Und es wäre wahrscheinlich noch viel besser zu sehen, wenn es nicht gerade Winter wäre, dass hier auch die Laubbäume vermutlich eine größere Krone haben, weil sie sich einen etwas höheren Wasserverbrauch leisten können. Aber halt nur auch etwas höher. Der Unterschied besteht ja nicht darin, dass es hier mehr regnen würde, sondern lediglich, dass die Sonne hier etwas weniger intensiv auf den Boden draufbrutzelt. Das wäre ein erheblicher Aspekt, wenn es viel Boden gäbe. Ja? Wenn der Wasserspeicher groß wäre, ist es umso wichtiger, wie lange der hält. Da kann es dann also durchaus um Monate gehen, die Bäume auf dieser Seite mehr Wasser hätten als auf dieser Seite, weil wegen der Sonnenexposition. Ne? Aber dadurch, dass der Boden hier genauso scheiße ist wie da, ist der Unterschied nicht ganz so deutlich. Das hätte man also dann an anderen Hängen nochmal schöner zeigen können. Ich habe nur gerade keinen anderen Hang. Ja, hier schön zu sehen, die Pflanze hier am Boden vor uns. Dankenswerterweise kann man sie auch im Winter schön erkennen. Die Besenheide Caluna vulgaris ist für Bewohner des norddeutschen Tieflands sicherlich nichts Besonderes. Aber hier in der Gegend muss man tatsächlich zu Flächen, die besonders trocken sind und besonders wenig Boden aufweisen, besonders flachgründig, magere Standorte. Caluna ist ein typischer Magerkeitszeiger, um mal welche finden zu können. Denn tief im Wald, irgendwo wirklich mitten im Bestand, wenn wir zum Beispiel da drüben einmal in die Richtung blicken und feststellen, da hinten, wo der Schnee liegt, da also wirklich mitten in den Wäldern des Schwarzwaldes, da wirst du am Waldboden nirgends Caluna finden können, also die Heide. Ja, die ist wirklich auf solche exponierten, stark besonnten, trockenen Flächen angewiesen, weil woanders ist sie nicht konkurrenzkräftig genug. Sie braucht sehr viel Licht und sehr viel Licht kommt nur dann auf den Boden, wenn eben die Baumschicht nur, ja, ich sag mal, eingeschränkt vorhanden ist. Es darf ein paar Bäume geben, aber nur ein paar. Kein sehr, sehr geschlossenen Wald, der nur etwa 10-20% der Freilandlichtstärke auf den Waldboden ankommen lässt. Das ist bei einem normalen, sage ich jetzt mal, Bestand hier bei uns im Schwarzwald etwa so bei 10-15% der Lichtstärke, die im Freiland herrscht, die wirklich am Boden nur ankommt. Und das reicht für die allermeisten heimischen Pflanzen dann auch zum Wachsen nicht aus. Insbesondere, wenn man sich jetzt einen dichten Buchenwald vorstellt, ich hoffe, das habt ihr im Kopf, da ist es so dunkel drunter, dass da überhaupt nichts wachsen kann, außer eben dann wiederum die Buche und nochmal ein Spezialist die Eibe und noch ein paar spezialisierte Moose und hier und da mal noch ein kleines bisschen was Krautiges, aber so gut wie nichts. Der Boden ist kahl, einfach wegen dem fehlenden Licht und damit kommt unsere Heide hier überhaupt nicht zurecht. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten im Kampf ums Licht. Entweder man wird so groß, dass man derjenige ist, der am weitesten oben ist und als einziger den Schatten nach unten schmeißt. Ja. Oder Möglichkeit 2, man lernt damit klarzukommen, dass man eben kein Licht bekommt. Oder, ja gut, eigentlich sind es dann 3 Möglichkeiten. Möglichkeit 3, man geht irgendwo dahin, wo die Wuchsbedingungen so schrecklich schlecht sind, dass kein anderer da mehr hin kann oder hin möchte. Und dann hat man eben den Boden für sich alleine und kann gemütlich wachsen, so wie es unsere Heide hier gerade tut. Ja? Also ein typischer Magerkeitszeiger, oft vergesellschaftet und anzutreffen ist in dem Zusammenhang auch er hier. Ups, na, der Ginster, Besenginster, glaube ich, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, da müsste er nach Möglichkeit in einem etwas grüneren Zustand sein, als er gerade ist. Der gilt als nicht immer grün, ja, der ist eigentlich winterkahl, aber er hat die Besonderheit und damit noch einen kleinen Vorteil, dass seine jungen Triebe eben einfach auch grün sind und die sind nicht einfach nur so grün, sondern die sind deswegen grün, weil sie auch Photosynthese machen können und damit ist er in der Lage, noch bevor die eigentlichen Blätter, solange die noch nicht ausgetrieben sind, kann er trotzdem, sobald es hell genug wird, bereits ein bisschen mit Photosynthese loslegen und hat da einen kleinen Vorteil gegenüber den tatsächlich immer
ja, wechselgrünen Pflanzen, die wirklich überhaupt keine photosynthetisch aktive Biomasse im Winter aufweisen. Ja, aber das ist nur ein winziger, kleiner Vorteil. Deswegen ist jetzt nicht der Ginster hier die Bosspflanze. Wirklich nicht. Ja, ich dachte, ich nerve euch noch ein kleines bisschen mit der Aussicht. Was wir hier sehen können, ist jetzt nochmal Südhang und dahinter liegende Gebiete. Sehr schöne Aussicht hier an dieser Stelle übrigens. Das da ist Gernsbach, da hinten die Stadt. Ja, jedenfalls, hier sieht man jetzt wirklich ganz deutlich, jetzt wo wir auch noch weiter aus dem Tal raus sind, auch das sieht man, das ursprüngliche Tal, durch das ich hierher gelaufen bin und wo ich dann hier hochgestiegen bin, wird hier immer breiter. Das bedeutet, wir kriegen auch keine Schatten von der anderen Talseite, die, wenn das Tal schmaler wird, schon noch einen gewissen Einfluss hat, dass die Sonne nicht ganz so sehr auf den Hang drauf scheint. Und deswegen, weil das Tal jetzt breiter geworden ist, kann die Sonne hier jetzt volle Wucht auch entsprechend an den Hang dran knallen. Das heißt, wir haben einen Haufen nicht gut aussehende, ohnehin schon sehr krüppelig gewachsene Eichen. Das ist also durchaus die Baumart, die man an so einem Hang... Entschuldigung, ich habe heute wieder mit der Höhenangst etwas zu tun, deswegen will ich da nicht allzu weit in Richtung Hang. Ja, aber man kann wunderbar sehen, das ist auf keinen Fall ein, ich sag mal, besonders üppig wachsender Wald. Das ist, muss nichts Schlechtes sein, im Gegenteil, solche Bestände wie dieser hier sind auch durchaus selten und damit wertvoll und drum ist das ja auch dieses besagte Naturschutzgebiet. Aber alle Eichen wachsen hier extrem krüppelig, das Holz ist dementsprechend auch nichts wert. Das ist das Schöne, wenn man guten Gewissens ohne finanzielle Beeinträchtigung ein Naturschutzgebiet ausrufen kann, weil Geld könnte man damit eh nicht verdienen, dann darf es auch ein Naturschutzgebiet sein. Ja, und jetzt gucken wir uns mal den Übergang an. Wir kommen zum Kamm, der hier auch durchaus etwas schmal ist. Ja? Und wenn wir dann nach rechts gucken, da ist der Berg auch steil. Er ist nicht ganz so steil, aber der Wald sieht doch ganz, ganz, ganz anders aus. Viel, 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 viel dichter, viel dickere, viel höhere Bäume. Und ja, es gibt auch einen schönen kleinen Nadelbaum-Unterbestand. Oh, ja, also der Unterschied könnte, glaube ich, kaum deutlicher sein. Sowas habe ich gesucht, sowas wollte ich euch zeigen, dann bin ich jetzt froh. So, Aussicht. Mal abgesehen davon, dass Aussicht grundsätzlich was Schönes ist, ist die hier auch extrem wichtig, weil wir hier was ganz, ganz Bedeutendes sehen. Nämlich, ich hatte euch ja die Karte, glaube ich, irgendwo eingeblendet. Also ich hoffe zumindest, dass ich das getan habe. Noch habe ich es nicht getan, noch stehe ich hier. Egal, jedenfalls. Da drüben seht ihr einen Bergrücken. Ja? Also gleich hinter der Stadt wieder so ein Bergrücken, fast schon aussehend, als sei es eine Felsnase, die ins Tal hineinragt. Ja, und an was erinnert uns das? Ja, genau an das, wo wir hier stehen, das da drüben ist quasi die andere Seite. Die Murg, das Murgtal ist quasi der gesamte bebaute Bereich, den wir hier sehen können. Alles, was flach genug war, um Häuser draufzustellen, hat man entsprechend Häuser draufgestellt. Die große Industrieanlage, das ist Daimler-Benz-Werk. Und ja, also wo man bauen konnte, hat man gebaut. Man hat natürlich noch ein Stück den Hang hochgebaut. Das ist auch kein Wunder, muss ich auch niemandem erzählen. Und bevor hier allerdings gebaut worden ist, lange, lange, lange davor, musste der Fluss da irgendwie durch. Und wir dürfen aufgrund dessen, dass die Geologie von dieser Seite des Tals und von dem Bergrücken da drüben sehr, sehr, sehr ähnlich sind, fast davon ausgehen, dass sich ursprünglich die Murg hier mal durchfressen musste. Wahrscheinlich noch als sehr, sehr kleiner Fluss, dann irgendwann mal eine natürliche Senke hier in diesem Felswall gefunden hat, den ausgespült hat und immer weiter ausgehöhlt und ausgehöhlt und ausgehöhlt. Und
Ich hatte euch anfangs auch schon mal diese runden Felsen, die unten direkt auf Talebene, ne, also auf fast Wasserhöhe sind, gezeigt. Und das Spannende ist jetzt, die liegen quasi hier vorne. Ja, das ist unser Kamm, hier unser Kamm, den weiter entlang und dann ganz vorne am Fuß vom Kamm, tendenziell hier rechts ein bisschen, da sind diese abgewaschenen Felsen, also die, wo offensichtlich das Wasser sich mal dran zu schaffen gemacht hat. So, und jetzt muss man wissen, und wenn ich noch genug Licht habe, fahren wir da noch schnell hin und gucken uns das noch an. Moment, ich sehe nichts. Das Problem ist, ich kann den Monitor nicht benutzen, während ich den Mikrofonpuschel drauf habe. Das ist ein bisschen kompliziert, drum sehe ich nichts. Aber da hinten, hier jetzt in der Bildmitte, da ungefähr, da sind wieder solche abgewaschenen Felsen, die von der Geologie her ganz, ganz genauso aussehen wie die Felsen auf der anderen Seite vom Tal. Und das ist eben kein Zufall und ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Felsformation hier ursprünglich mal zusammengehangen hat und es ein paar Millionchen, viele, viele Millionchen Jahre der Murgtalbildung gebraucht hat, um sie halt vollständig in der Mitte so weit wegzuschleifen, dass gemütlich der Fluss durchfließen konnte. Ne? Also Murgtal ist das Tal hier und der Fluss ist die Murg. Ja, nur für diejenigen, die jetzt verwirrt sind. Finde ich super spannend und bin begeistert, dass man das von hier oben so gut sehen kann. Hatte ich gar nicht erwartet. So, und hier ist nochmal der Kartenausschnitt dazu. Rechts im Bild am Galgenberg, also der grüne Streifen rechts von der Bahntrasse bzw. von der orangenen B462 der großen Straße. Das ist eben das, wo ich stehe. Ganz am Fuß davon sind eben diese grünen Buckel, also diese grünbewachsenen buckligen Steine, wo ich euch eben das Bild eingeblendet habe. Und ziemlich genau, wenn man von da jetzt nach Westen rüber geht und ein Stückchen nach Norden, sieht man das Naturschutzgebiet Lieblingsfelsen. Und das sind eben dann geologisch gesehen ganz, ganz ähnliche Felsen, die ganz ähnliche Verwitterungsformen aufweisen und plus minus eben an derselben Stelle im Tal sitzen. Dass die Murg selber hier ein Mäander gemacht hat, ja, das ist halt eben den sehr komplizierten Gestaltungen von Flussläufen geschuldet. Und da bin ich dann auch wieder nicht genug ja, Spezialist für Flusslaufbildung, um da jetzt noch mehr zu sagen zu können. Aber es ist schon bezeichnend, dass diese Felsformationen sich so ähnlich sind und aus dem gleichen Gestein und sich dann auch noch plus minus gegenüberliegen. Ne? Sehen wir dann nachher noch genauer. Das hier ist noch ein kleiner Beitrag zur möglichen Invasivität der Douglasie. So steht die Kamera auch still, hoffe ich. Denn das ist eine. Ja? Und wenn wir uns die jetzt mal angucken mit ihrer Krone und der Mächtigkeit ihrer Krone und der gesamten Masse, dass die hier einfach zeigt, und wahrscheinlich ist die noch nicht mal besonders alt, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass Douglasie auf solchen Lebensräumen invasiv sein kann, weil die übertrifft alles andere einfach bei weitem an Wuchskraft. Bei weitem. Gut, die steht hier solitär, ne? Das heißt, sie kriegt von allen Seiten mehr oder weniger Licht. Sie hat keine große Konkurrenz mit wem anders und wächst dann natürlich noch mal besser. Aber trotzdem, der Unterschied ist einfach gewaltig. Aber wenn wir uns klar machen, dass Douglasien in Deutschland auch 70 Meter hoch sein können, ist das hier was Kurzes, Dickes. Und da kommt eben wieder der Faktor Kammlage und auch der Faktor Wind zum Tragen. Weil mal abgesehen davon, dass es hier nicht besonders viel Wasser gibt an diesem Standort, gibt es hier auch das Problem, dass der Wind selbstverständlich massiv in den Bestand reinpfeifen kann. Wenn der von rechts kommt, von uns aus gesehen, dann haut der natürlich in alles, was hier steht, rein, völlig ungebremst, ohne irgendwelche anderen Bäume davor. Und da ist es nicht gut, wenn man zu hoch ist. Und Bäume haben irgendeine Möglichkeit, das ist noch nicht ganz geklärt, wie sie das wahrnehmen, aber sie haben eine Möglichkeit wahrzunehmen, dass sie eine Höhe erreichen, die bei den aktuellen Windverhältnissen ungesund ist.
Und das wird bei dieser Douglasie auch so gewesen sein. Bei der ist nämlich das Höhenwachstum kulminiert, sagt man das. Das heißt, sie wächst jetzt nur noch in die Dicke und nur noch ganz geringfügig in die Höhe, soweit es halt unbedingt notwendig ist. Das dürften nur noch ein paar Zentimeterchen, so 5 oder was pro Jahr sein. Mehr Höhenwachstum leistet die sich bestimmt nicht mehr. Ja, mir ging es einfach nur drum um das Bild. Den Baum verglichen mit allem anderen, was hier rumsteht, und es ist klar, warum Douglasie an solchen Standorten wirklich ein Problem sein kann. Ja, mir geht es um nur an solchen Standorten. Ansonsten ist das nach wie vor eine tolle Baumart. Schön. Offensichtlich ist hier die Welt noch in Ordnung. Also wenn die Hühner einfach mal so hier im öffentlich zugänglichen Bereich rumrennen. Oh, ja, das ist super. Also das ist echt toll. Hier drüben haben sie sogar noch ein Häufchen mit Entschuldigung, ich sehe schon wieder nicht, was ich filme, mit Mist oder was auch immer, und scheinen sich dafür auch zu interessieren. Also das finde ich jetzt gerade super. Da ist die Welt echt noch in Ordnung. Das ist mal ein freilaufendes Huhn. Also alles, was recht ist. Toll. Ja, wir kommen gleich noch zum Aussichtspunkt und dann haben wir es auch. So, damit wären wir am Ende unserer Exkursion angekommen. Super spannend. Ich wohne hier schon ewig in der Nähe, aber war hier oben noch nie. Von daher bin ich wirklich überrascht, wie toll mir das gefallen hat. Optisch, landschaftlich wirklich ein richtig, richtig schönes Fleckchen. Auch dieser Weg, den Kamm entlang, der ist einfach sehr, sehr hübsch. Gut, hier haben wir jetzt Soundkulisse, die nicht ganz so prickelnd ist. Große Straße, B462, da ist immer recht viel Verkehr. Und ja, das soll es gewesen sein. Trifft sich gut, weil das Licht ist fast weg. Ich habe gerade noch hoffentlich genug Zeit, wenn ich wieder unten bin, nochmal rüber zum anderen Felsen. Davon zumindest noch 2-3 Fotos bei wenig Licht und mit dem Stativ zu machen. Und das müsste eigentlich so ganz gut aufgehen. Dann bedanke ich mich, dass ihr mitgekommen seid. Ihr wart nicht besonders schwer zu tragen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. So, wie versprochen, gucken wir uns jetzt noch die andere Seite vom Fluss an und die entsprechenden Gesteinsformationen, die wir da finden können, die sehen wir hier. Die sehen schon sehr, sehr ähnlich aus wie das, was an Gestein am Fuß vom dem Berg, auf dem wir unterwegs gewesen sind, also Berg in Anführungszeichen, Hügel, gewesen ist. Und das ist auch kein Zufall, die gehören geologisch definitiv zusammen. Es handelt sich hier nicht um Buntsandstein, auch wenn man das gerne mal verwechseln kann, rein optisch, sondern tatsächlich um das sogenannte Rotliegende. Das heißt Rotliegendes, weil beim Kupferbergbau gerne mal unter dem Kupfer die Schichten des Rotliegenden zum Tragen gekommen sind. Und wenn man da angekommen war, mit der Spitzhacke sozusagen, dann hatte man da das tote, rote Liegende gefunden. Und tot in dem Sinne, dass da drin kein Kupfer zu erwarten gewesen ist. Und das heißt, man konnte in eine andere Richtung, vorzugsweise nach oben oder geradeaus oder was auch immer, weiter buddeln und das Rotliegende oder Rotlage, wie auch immer jetzt der korrekte geologische Fachbegriff ist, Moment. Rotliegend, das ist der korrekte geologische Fachbegriff, war für die Bergleute dann eher uninteressant. Für uns ist noch ganz lustig zu wissen, das ist natürlich ein Sedimentgestein durch Wassereinlagerung in großen Fließgewässern, also in großen Nicht-Fließgewässern, also in Seen, Binnenmeeren und Ähnlichem entstanden. Es ist irgendwas zwischen 300 und 260 Millionen Jahre alt, also hat sich es über einen Zeitraum von so plus minus 42 Millionen Jahren nur abgelagert, das ist vergleichsweise kurz, und da drin kann enthalten sein vor allen Dingen Sand.
Einzelne Tonpartikelchen, hin und wieder auch mal ein bisschen Kalk und Konglomerate und Brekzien. Letzteres sind größere Stücke, die in einem feineren Material eingebacken sind, also zum Beispiel kieselsteinartige Strukturen in einem ansonsten homogenen, viel feineren Gestein, das eher aus ja, verbackenen Sandkörnchen zum Beispiel zu bestehen scheint. Ne? Und eine Brekzie ist dasselbe wie ein Konglomerat, nur sind die eingebackenen Brocken da eckig und kantig und nicht rund. Ja, das ist es im Grunde zum Rotliegenden, was man dazu im Wesentlichen wissen kann, wenn man kein Geologe ist. Ganz hübsches Gestein, relativ häufig anzutreffen, kann bis zu 2000 Meter Mächtigkeit sogar aufweisen, je nachdem, wo es abgelagert worden ist. So, aber damit jetzt wirklich Schluss. Also auch vom Schreibtisch nochmal, danke fürs Mitkommen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!